Welcome to the Legion Fighting Championship Fight Night. Respect all, fear none. Und die Kämpfer sind bereit. Get ready, let's fight. 70 Kilogramm, 2x5 Minuten. Infamous Steven Drammes vom German Top Team in Reutlingen gegen Rafael Sapides vom Team Planet Eater. Steven, ein Teamkollege von mir, sehr starker Kickboxer. Beide Kämpfer haben sich schon des Öfteren hier im Käfig bewiesen. Und nun bin ich gespannt. Schöne Kombination von Steven. Trifft hier leider den Tiefschutz von Rafael. Und man sollte hier seinem Gegner natürlich, es kommt vor, es kann passieren. Man kriegt Verschnaufspausen. Sieht nicht sehr gut aus bei Rafael. Es kann natürlich sein, dass das ein oder andere passiert ist, aber dafür tragen die Kämpfer eigentlich einen Tiefschutz. Laut Unified Rules of MMA kriegt der Gegner eine Minute Verschnaufspause, beziehungsweise bis zu einer Minute Verschnaufspause. Zeichen des Respekts von Steven Drammes. Dreht sich weg von seinem Gegner. Wie man es aus dem Japanischen kennt. Und die Halle hier versucht, Rafael Sapides zu motivieren, ihm beim Verschnaufen zu helfen. Er kann sich alle Zeit nehmen. Und scheint hier bereit zu sein, genauso wie Steven Drammes. Und wir machen weiter. Ja, starker Outside Low Kick. Rafael shootet direkt. Geht sehr tief. Er holt sich den Takedown. Arbeitet sich auf den Rücken und Steven steht. Rafael immer noch am Rücken von Steven Drammes. Und jetzt ist es an der Takedown-Verteidigung des Reutlingers. Drückt hier auf jeden Fall seinen Gegner in die Ringside und verteidigt den Takedown bisher sehr gut. Und Rafael muss sich einfach nur rausdrehen. Kann hier auch auf den Rücken gehen natürlich, so wie er es gerade versucht. Muss jetzt den zweiten Hook reinbringen. Aber Steven steht tief. Hält seinen Schwerpunkt tief. Und hält vor allem auch die Balance. Was in so einem Scramble sehr wichtig ist. Ja, Rafael versucht ihn aufzuheben. Aber kann den Takedown nicht. Ja, da ist der Kimura-Versuch. Ja, genau, kann sich hier rausdrehen. Aber das hat Rafael ganz gut gemacht. Mit einem kleinen Leg-Trip. Landet hier in der Backmount. Sehr vorteilhafte Position für Rafael Sapides. Steven kann hier, arbeitet hier am Bein. Versucht sich hier natürlich aus der Backmount zu befreien. Aber Rafael macht das auch sehr gut. Kontrolliert hier das linke Bein von Steven Drammes mit seinem Hook.
Ja, sehr interessante Body Triangle, die Rafael Sapides hier macht. Verriegelt nicht außerhalb vom Körper, sondern zwischen den Beinen und kann damit mit einem Hook das Bein von Steven sehr gut kontrollieren. Und will hier natürlich auf den Rear-Naked Choke gehen, auf den Finish. Jetzt kann Rafael die Body Triangle schließen. Und Steven kann aufstehen. Jetzt muss er aufpassen, Steven Drammes, dass Rafael hier den Rear-Naked Choke nicht zubekommt. So im Stand auf dem Rücken zu bleiben, ist natürlich auch anstrengend für die Person, die die Backmount-Position für sich beansprucht. Im gleichen Zug macht so eine Body Triangle extrem viel Druck auf Steven Drammes, presst hier die Luft raus, aber Steven Drammes zeigt sich hier sichtlich unbeeindruckt, kriegt die Zeit durchgesagt, sehr entspannt. Sapides zieht hier mal stark an. Und jetzt muss er aufpassen, Drammes, dass die Hand nicht unter das Kinn geht. Und da ist der Tap. Rafael Sapides durch Rear Naked Choke in der ersten Runde. Komplette Dieter. Der Gewinner kommt aus Donaueschingen. Das ist Rafael Sapides durch Aufgabe.